weiteres Video von mir. Heute zeige ich euch meine Herbst-Winter-Favoriten. Also es sind ein paar Produkte, die ich wirklich eher nur im Herbst-Winter konsumiere und benutze. Es geht auch direkt los. Ich habe im Herbst, da fängt das sofort an, ich merke das sofort, sobald es ein bisschen kühler draußen wird, fangen meine Lippen an total trocken zu werden. Und dafür habe ich mir jetzt diese super mega gehypte Labello Lip Butter geholt. Eigentlich finde ich es total widerlich, weil das so ein Döschen ist und da muss man mit dem Finger rein. Das finde ich total eklig. Aber das ist noch so voll und dann kann ich einfach so machen, so. Ne, so mit der Schnüss rein. Das geht jetzt noch, aber später, wenn das ein bisschen leer ist, sieht es ein bisschen komisch aus und ich mit dem Mund da so rumgrabe. Aber jetzt geht's noch. Ja, der Geschmack ist Vanille Macadamia Nuss. Ja. Also es riecht zumindest vanillig nussig. Auf jeden Fall ist es eine Butter und die pflegt sehr schön. Ich mache das immer abends, wenn ich ins Bettchen gehe. Das liegt bei mir auf dem Nachttischchen. Dann gehe ich einmal so rüber oder mit der Schnüssel rein. Und ja, also ich merke auf jeden Fall, dass es einen Unterschied macht. Morgens sind die Lippen sehr schön weich. Und im gleichen Atemzug, wenn ich fertig bin mit der Schnüss, mache ich auch direkt weiter mit den Fingern. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber sobald es draußen kälter wird, meine Nagelhaut, das sieht so ekelhaft widerlich aus. Die wird dann so richtig so sprotzig, rotzig und fängt an so einzureißen. Hier ist mir das auch schon passiert. Ich werde jetzt keine Aufnahme davon machen, aber hier ist es mir so ein kleines Stückchen eingerissen und ihr kennt das vielleicht, dann entzündet sich das so widerlich. Und dafür, meine Nagelhaut mal ein bisschen geschmeidiger zu kriegen, habe ich mir ebenfalls eine Butter besorgt. Eine Coco Mango Nagelcreme Nail Butter. Und ja, wie der Name schon sagt, Kokos Mango. Also riecht auch total nach Kokos Mango, kann man definitiv so sagen. Ich muss auch sagen, die hatte ich zuerst, die hatte ich, bevor ich die Lipbutter hatte. Und ich habe sogar... wenn ich noch was am Finger hatte, das einmal so auf die Lippen gemacht. Also das ging auch. Falls ihr euch wundert, warum das Licht manchmal ein bisschen komisch ist und ich ein Mikrofon trage, das ist, weil hier ein Kamerateam ist. Die sind aber gar nicht da. Also ich rede gar nicht mit denen. Ich ignoriere sie. Ja, bleiben wir auch direkt bei den Nägeln. Und zwar im Herbst, Winter, da ist eine Farbe bei mir, die sehr dominiert. Normalerweise, wie ihr seht, trage ich ja überhaupt gar keinen Nagellack. Aber... im Herbst, Winter, finde ich, gehört das irgendwie dazu, so einen dunkleren Nagellack auch mal zu tragen. Dafür habe ich mir von P2 eingekauft, und zwar den Leather Matte Polish. Der soll also aussehen wie Leder, so eine matte Lederoptik. Ich habe, P2 hat ja immer diese, soll man sagen, Tester, sind ja keine Tester, aber das ist halt so ein Kunstnagel, ne, Display, und dann ist der Nagellack schon so aufgetragen, da sieht man den Effekt. Und das sah ziemlich geil aus und ich werde gerade ein bisschen geblendet, aber das macht nichts. Und ja, ich werde den dann mal hier auf einen Nagel ausprobieren, um euch diesen Ledereffekt zu demonstrieren. Hm. Also jetzt gerade sieht das so ein bisschen aus, kennt ihr das, wenn ihr zu viel dicken Nagellack so drauf macht und dann entstehen diese hässlichen kleinen Bläschen. So sieht das gerade aus. Also ist erstmal nicht so schön. Ich lasse das mal jetzt aber noch ein bisschen trocknen und widmen wir uns der nächsten Farbe zu. Und zwar habe ich gesehen, bei Catrice, es ist eine neue Farbe. Der ist auch übrigens aus dem neuen Standard. Es ist also beides Standardsortiment, beide Lacke. Und es sind zwei neue Lacke eben. Ach ja, und dann hat der Experte gesagt, man soll den Nagellack nicht schütteln. Also was hier, was ich gerade mache, ist total falsch. Man soll das in die Hände nehmen und so machen. Weil sonst schüttelt man wieder Luft in den Lack und dann gibt es auch wieder hässliche Bläschen. So, und zwar habe ich diese Farbe gesehen und der hat mich so wahnsinnig erinnert an einen Lieblingslack, den ich mal hatte von OPI Midnight in Moskau. Glaube ich, hieß der. Oder Night in Moskau. One Night in Moskau, irgendwie sowas, also Night in Moskau auf jeden Fall. Und das fand ich so schön, deswegen habe ich mir den auch mitgenommen. Der heißt übrigens First Class Upgrade. Grape, nicht Great, Grape. First Class Upgrade. Ja, Wortspiel. Und der von P2, dieser Leder-Dings,
Der nennt sich Dresscode Trendy. Für die das interessiert. Ich schreibe es aber natürlich auch noch unten in die Infobox. Ja, also der ist also ein ganz normaler Nagellack, kein Special Effekt, aber der hat so einen ganz schönen chrom-metallischen Effekt. Ich gehe mal ein bisschen näher an euch ran, damit ihr das mal sehen könnt. Hier, fokussiere mal. Jetzt fokussiert der gerade mein Dekolleté, ist auch schön, aber gerade nicht nötig. So, seht ihr das? Sieht so ein bisschen glowy aus, finde ich. Den werde ich aber jetzt nicht auftragen, weil... Nö. So, das war's auch schon mit den Fingernägeln. Kommen wir zu einem weiteren dekorativen Kosmetikprodukt. Und zwar passend in der gleichen Farbreihe, in der gleichen Farbfamilie, meine Lieblingsfarbe, die ich immer im Herbst, Winter wieder rauskrame und immer wieder gerne benutze, außer heute. Heute mal nicht, aber sonst gerne. Und zwar ist es auch ein matter Lippenstift von, ihr wisst wahrscheinlich schon, welcher das ist. Aufmerksame Zuschauer kennen mich. Und zwar ist das von Wet n Wild die Farbe Sugar Plum Fairy. Das ist so ein ganz schönes Violett, Bordeaux eben auch. Also wirklich schon sehr die Farbe wie der Nagellack. Eben von Wet n Wild und der kostet echt einen Apfel und ein Ei und hält total lange und ich werde sehr häufig auf die Farbe angesprochen, wenn ich ihn trage. Also wenn ihr mal bei Wet n Wild seid und wenn ihr keine Möglichkeit habt, Wet n Wild zu kaufen, irgendwie bei euch um die Ecke, also wir zum Beispiel haben auch nirgendwo einen Wet n Wild Aufsteller, bei Amazon kann man sich den auch bestellen. Ja, das war es auf jeden Fall mit dekorativer Kosmetik. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen was zum Pflegen und Waschen. Zum einen ein Duschgel, das ist gerade aktuell, jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das seht, doch, das gibt es aktuell noch von Balea. Eine limitierte Edition, es gibt glaube ich Black Secret von White irgendwas und dann gibt es eben Purple Kisses. Entschuldigung. Ja, rede ruhig weiter. Mal ganz kurz. Take kaputt gemacht. Nee, du kannst Zwischenschnitte machen. Wir haben erstmal genug. Ja. Hiervon. Sonst wird es ja abendfüllend. Zu kurz stoppen? Nein, das lasse ich alles drin. Echt? Also, aber euch darf ich nicht... Kommen wir im Fernsehen? Ich will nicht im Fernsehen. Kommt ihr auf YouTube? Ich will nicht auf YouTube. Nur wenn deine Kinder auch... Weil ich würde natürlich gerne nochmal sozusagen so im Schnelldurchlauf die ganzen Sachen nochmal eben machen, dass du eben diese Nagellack nochmal nimmst und dir nochmal ein bisschen was vielleicht auf den Nagel lackierst, so dass ich nochmal ein paar Close-Ups machen kann. Deswegen frage ich, ob du es lieber jetzt stoppen willst und wir machen das oder ob du erst das zu Ende machen willst. Ich bin gerade im Flow, dann würde ich jetzt eben... Okay, wie viel hast du denn gemacht? Man muss ja einfach nur erzählen den ganzen Tag, ne? Einfach nur erzählen. Ja, das ist eigentlich... Ja, wenn das so leicht ist, ne, dann muss ich... Das ist eigentlich total simpel und damit verdient man sich so eine goldene Nase, ey. Ja, voll die goldene Nase. Wenn ich eine goldene Nase hätte, dann müsste ich keinen Käse aus Kinderteppichen kratzen. Habe ich heute mal gemacht, aber nicht schön. Der Duft von Lilien und schwarzen Himbeeren. Und warum der definitiv ein Herbst-Winter-Duft ist, kann ich euch gleich sagen. Der ist nämlich ganz schwer parfümlastig. So... Also der ist nicht frisch, so, das ist kein schöner, frischer Sommerduft. Das ist auf jeden Fall so ein etwas schwererer, warmer, pudriger, schon parfümlastiger Duft. Also solltet ihr auf jeden Fall mal dran schnuppern. Ich habe mich ein bisschen abstecken lassen von diesem Pink und diesen Beeren, weil so Beerendüfte, da stehe ich gar nicht drauf. Ich finde immer, das riecht immer ein bisschen nach Babykotze oder so, ich weiß nicht. Dann für nach dem Duschen, so, eine Bodylotion. Und zwar gibt es dieses Jahr von den Trackle Moon Herstellern, letztes Jahr gab es ja nur das Duschgel in diesen Riesenpötten, diesmal gibt es passend dazu auch die Körpermilch. Und die haben immer so eine schöne Beschreibung, Kuschelglück Körpermilch. Und wer kuschelt nicht gerne? So. Und das riecht nach Candy, Zimtcandy, Glühwein, Bonbons vom Weihnachtsmarkt.
ja, so Glühwein-Bonbon-mäßig und eben passend. Ich habe auch noch vom letzten Jahr ein bisschen was über von dem Duschgel. Das passt nämlich ganz gut dann. Wo ich finde, dass die Körpermilch noch ein bisschen zimtiger riecht als das Duschgel. Also ich mag das sehr gerne. So, und wenn ich mich dann schön eingekuschelt habe und geduscht habe und mich eingecremt habe mit meinen sämtlichen Butters und so weiter, dann fängt der gemütliche Teil des Abends für mich an. Und für mich gehören da im Winter, Herbst, Winter definitiv zwei Sachen noch zu, um mich schön einzukuscheln. Und zwar ist das eine Duftkerze, die einfach random sein kann. Also eine schöne Duftkerze, die mich anspricht. Ich habe heute mal eine ausprobiert, beziehungsweise einfach mal eine mitgenommen von Action. Das ist ein Non-Food-Discounter. Vielleicht kennt ihr den auch. Sollte man auf jeden Fall mal reingehen, weil die haben echt ganz coole Sachen so. Und unter anderem auch Duftkerzen in sämtlichen Duftrichtungen. Und ich habe mich mal entschieden für weißen Tee, also White Tea. Und ja, riecht nach Tee. Also noch. Jetzt hätte man sich einen Tee aufgesetzt. Also ganz schön. Ich bin gespannt, wie sie ist, wenn man sie anzündet. Ne? Ob man dann auch wirklich was davon riecht. So, und das nächste, was ich sehr, sehr gerne schnabuliere im Herbst, Winter, das ist echt nichts für den Sommer oder so, ist ein Chai-Tea. Und zwar von Krüge. Chai-Tea-Latte mit Ingwer und Zitronengras. Das ist meine Lieblingssorte. Ja, einfach Wasser heiß machen und dann vermischen und fertig ist die Kiste. Ja, das war's. Das waren meine Herbst-Winter-Lieblinge. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, könnt ihr das natürlich gerne machen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne benutzt, worauf ihr nicht verzichten könnt im Herbst, Winter. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald! It's magic. So schnell geht das. So schnell geht das. Zack! Und wieder 5000 Euro verdient.